Herren, ich darf Sie, liebe Gäste, noch einmal ganz, ganz herzlich willkommen heißen bei Microsoft in München, Schwabing. Es hat einen ganz wunderbaren Klang, wie ich finde. Es hört sich doch, Kai, ganz anders an als zum Beispiel unter Schleißheim-Lohhof zum Beispiel. Aber ja. Gut, Schwamm drüber. Wir hatten auch tolle Jahre im Münchner Norden. Jetzt sind wir endlich hier und das wollen wir in dieser Woche natürlich gebührend feiern. Gestern Abend gab es schon einen kleinen Empfang. Heute eine etwas größere Runde. Hier jetzt etwa 90 Minuten Vorträge im Plenum. Dann wird der Tag aufgeteilt. Die Agenda wird aufgeteilt. Es gibt viele, viele weitere Breakouts, wie man so schön neudeutsch sagt. Und der Mann, der jetzt hier neben mir steht, ist Kai Manzel. Kai hat diese Eröffnungswoche und aber auch im Vorfeld schon viele, viele Wochen und Monate an diesem Gebäude mitgearbeitet, an der Eröffnung mitgearbeitet, an dem Umzug mitgearbeitet. Kai, wenn jetzt diese Eröffnungswoche vorbei ist, bist du dann arbeitslos oder was machst du denn eigentlich im echten Leben bei Microsoft? Du kriegst dein Fleißsternchen, Umzug ist gemacht, aber dann geht dein Leben ja Hast weiter. Hast du das gehört, Markus? Was ist dein Job bei Microsoft, Kai? Erzähl doch mal. Da gibt es drei verschiedene Antworten für. Nach intern habe ich auf einer großen Veranstaltung, so einem Company-Meeting letztens gesagt und bin im grauen Kittel aufgetreten, ich bin der Hausmeister, damit mich wirklich jeder kennenlernt. Das war auch, wo wir das ja gemeinsam gemacht haben. De facto nenne ich das am liebsten den Chief Bespaßungs Officer. Nun haben wir hier aber ja unseren HR-Lead auch mit sitzen und dann ist Chief immer so ein bisschen blöd, wenn man das sich selbst in seinen Titel mit reinschummelt. Wir nennen das jetzt Experience Lead. Das heißt, wofür ich zuständig bin, ist, das Wunderschöne dabei ist, keiner weiß, was das ist. Und damit hat man auf dem ersten Titelslide immer was, wo man ein bisschen drüber erzählen kann. Und ich bin zuständig für alles, was Kunden, Partner, was sie erleben, wenn sie in diesem Gebäude sind. Und das beginnt halt von dem, wie wir sie einladen, welche Arten von Führung wir haben. Sie haben die Lobby gesehen mit den digitalen Kronleuchtern, Digital Chandeliers. Konnten die Bauarbeiter übrigens nie aussprechen, das heißt es Chantal in der Zwischenzeit. Und der andere Teil deiner Frage war, was mache ich danach? Das bleibt mein Job, weil sowas lebt natürlich nur dann, wenn man es wirklich dauerhaft betreibt, neue Szenarien nachfüttert. Ansonsten schläft das irgendwann ein, deshalb muss das dauerhaft so bleiben. Und in der direkten Zukunft, wenn wir am Donnerstagabend, weil morgen geht es für uns weiter, mit noch einem Nachbarschaftstag und Family and Friends und einer Einweihungsfeier und danach habe ich Urlaub. Also tun Sie Kai, tun Sie Microsoft den Gefallen, kommen Sie nicht nur heute, kommen Sie ganz oft noch zu uns hier in dieses neue Gebäude und lassen Sie sich von Kai und seinen Storys sozusagen hier ein bisschen unterhalten im Gebäude dann. Eine Sache noch ganz schnell, wurde mir souffliert von der Agentur. Vielen Dank nochmal für den Hinweis. Natürlich werden wir in der Tiefgarage, wenn Sie hier geparkt haben, nicht abschleppen. Das heißt, alle die, die jetzt mit ihrem Benziner oder Diesel auf Elektroauto-Parkplätzen stehen, wo ist die Dame vom TÜV? Perfekt. Also, ich erteile Ihnen hiermit die Absolution. Die können natürlich da stehen bleiben, keine Frage. Kai, ich hatte gesagt, du kennst die Agenda, die heutige Agenda, wie kein zweiter. Du wirst mit uns jetzt einen Blick auf diese Agenda. Was hast du denn als Maître sozusagen mit deinem Team heute für uns, für unsere Gäste zusammengestellt? Ja, zum einen haben wir noch mal ganz kurz, wo befinden wir uns eigentlich? Der grüne Punkt, der damit draufsteht, das ist das, wo Ihre Registrierung heute war. Und dann finden Sie in diesen ganzen grünen Räumen hier, Washington, das ist der Raum, in dem wir jetzt sind. Davor war die Lounge, in der Sie gerade alle so gewartet haben, bis es dann hier losging. Und in diesen drei Räumen, New York, Redmond und Chicago, dort finden dann nach der Pause, die wir hier nach haben, nach den ganzen Keynotes, finden dann die Tracks statt, das heißt alle weiteren Sessions finden in den Räumen statt. Und das sieht ganz einfach mal so aus. Und wenn Sie eine kompliziertere Agenda wollen mit all den Themen, die wir danach wirklich haben, das heißt jetzt unsere Keynotes, eine Kaffeepause, dass wir die Möglichkeit haben zu wechseln in die weiteren Räume, dann finden dort erstmal die Track-Keynotes statt, die dauern eine Stunde. Und dann machen wir eine Mittagspause. In der Mittagspause wird es sogenannte Table-Talk-Hosts geben, sodass wir in den gleichen Räumen Ihnen einfach Tische mit anbieten, jeweils einen Microsoft-Mitarbeiter zu einem speziellen Thema, der mit dabei ist, den Sie mit Fragen zu diesem Thema löchern können. Wir stellen Ihnen immer am Ende jedes Slots dann auch vor, was wird dort an diesen Tischen jeweils mit besprochen, sodass Sie sich das aussuchen können. Parallel passieren schon Führungen. Damit jeder wirklich hier auch unser Gebäude mit sehen kann, nutzen Sie bereits die Mittagspause zur Führung. Wir schaffen diese Vielzahl von denen, die Sie sind, nur dann durchzuführen, wenn wir auch in den späteren Sessions Führung parallel machen. Und der mittlere Raum, den Sie eben auch schon gesehen haben, da haben wir gesagt, da dürfen Sie auch in Ruhe essen. Das heißt, da finden Sie dann keinen Microsoft-Mitarbeiter, der Ihnen dann noch ein Gespräch mit aufzwängen möchte. Und das haben Sie ganz kompliziert, also nämlich auch einfach mal als eine große Agenda, sehr detailliert, haben Sie alle bekommen. Deshalb können wir hier jetzt drüber weggehen.
Sehr gut. Das war's, Kai, zunächst zur Agenda. Wunderbar, vielen Dank. Also gemeinsam mit Kai, gemeinsam mit allen, die natürlich dann in diesen einzelnen Tracks die Vorträge halten, darf ich Ihnen jetzt einen unterhaltsamen, einen informativen Tag wünschen mit vielen Ideen und Inspirationen, die Sie dann vielleicht aus diesem Gebäude mit zurück in Ihr Unternehmen, mit in Ihre Behörde, ich habe gehört, es sind auch viele Damen und Herren aus dem öffentlichen Sektor da, also mit zurücknehmen und vielleicht da das eine oder andere auch anschieben. Kai, jetzt sollten wir keine Zeit mehr verlieren. Wir bitten unseren ersten Referenten hier nach vorne auf die Bühne. In seiner Rolle als Personalchef der Microsoft Deutschland GmbH hat er natürlich auch einen maßgeblichen Anteil an der Gestaltung dieses Gebäudes und vor allem natürlich, und das macht das Ganze natürlich so spannend, einen maßgeblichen Anteil an der Gestaltung der Prozesse dieser neuen Welt des Arbeitens, die diese neue Welt des Arbeitens eben auch von der formalen, von der HR-Seite her stützen. Darüber und über vieles mehr wird er sprechen. Guten Morgen und noch einmal herzlich willkommen, Markus Köhler. Viel Spaß. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Schönen guten Morgen. Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Im Namen der Geschäftsführung von Microsoft Deutschland ein herzliches Willkommen hier in Parkstadt Schwabing in unserer 3 Wochen alten Deutschlandzentrale. Wir sind vor 3 Wochen hier eingezogen und ich hoffe, Sie werden in den nächsten Stunden genauso viel Inspiration und Energie bekommen wie wir, denn wir freuen uns sehr, in diesem neuen Gebäude sein zu dürfen. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war, aber ich erinnere mich nicht mehr daran, als es bei mir das erste Mal war, das erste Mal, als ich umgezogen bin. Ich war ungefähr 2,5 Jahre alt. Ich weiß noch von Bildern, es gibt Bilder von mir, wo ich mit dem Kopf im Sandkasten stecke oder im Sand, in der Sandburg stecke. Das war das erste Mal, dass ich umgezogen bin in meinem Leben. Mittlerweile bin ich privat 11-mal umgezogen. Wer sind von Ihnen schon mehr als 5-mal umgezogen? Vielleicht mal Handzeichen. Okay. Mehr als 10-mal privat? Deutlich weniger. Wer sind schon mit dem Unternehmen, mit dem Unternehmen umgezogen? Wie oft? Doch einige. Okay. Wunderbar. Bei mir ist das erste Mal. Ich schätze auch fast das letzte Mal, aber ich bin mir nicht sicher. Wir werden sehen. Aber ich glaube, als Personalchef ist es eine ganz tolle, eine faszinierende Möglichkeit, wirklich in ein neues Gebäude umziehen zu dürfen. Und ja, wie gesagt, bei mir war es privat jetzt 11-mal. Das erste Mal, dass ich es wirklich beruflich schaffe, mit der gesamten Mannschaft, und wir reden hier von über 1.900 Mitarbeitern, innerhalb von einem Wochenende quasi, denn wir haben an einem Freitag Homeoffice, wie wir es so schön nennen, gemacht und am Montag haben wir angefangen und haben wieder voll produktiv gearbeitet. Es gab die eine oder andere Steckdose, die nicht funktionierte. Viele von Ihnen sind schon umgezogen, Sie wissen, wovon ich rede. Das kommt schon mal vor, aber ansonsten hat das hier vom ersten Tag an sensationell gut funktioniert. Ja, hat der Kai sehr gut hingekriegt, unser Hausmeister, genau. Es ist deswegen auch so toll, hier zu sein, weil wir in den letzten Jahren, weil wir uns eigentlich uns anpassen oder das Gebäude uns angepasst haben und nicht umgekehrt. Ich glaube, das ist eine der tollen Voraussetzungen, die wir jetzt hier auch erleben. Denn wenn wir von New Way of Working reden, dann ist es wirklich so, dass wir es eigentlich schon viele Jahre auch bei uns machen. Bei uns arbeiten schon 90% der Mitarbeiter sehr flexibel, von unterschiedlichen Standorten aufgrund der Arbeitsgestaltung. Und wir haben einfach festgestellt, dass das alte Büro, wie Sie hörten in dem kaum aussprechbaren Namen, einfach nicht mehr adäquat genug war und wir uns ein neues Gerüst, einfach einen neuen Ort aussuchen mussten, um wirklich unsere beste Leistung auch bringen zu können. Und das Ganze so zurechtgeschnitten, so gemacht, dass es am Ende des Tages auch wirklich den Bedürfnissen unserer Mitarbeiter auch voll entspricht. Ich denke, es ist unumstritten und wir merken das persönlich, privat, aber natürlich auch in der Berufswelt. Ich denke, es ist unumstritten, dass wir in der Transformation, in der digitalen Welt immer mehr ankommen. Auch wenn Deutschland nicht unbedingt, was das anbelangt, das First Mover Land ist, nichtsdestotrotz, glaube ich, wissen wir alle, was passiert und dass viele neue Jobs auf der einen Seite geschaffen werden und dass die Digitalisierung in unseren Alltag absoluten Einzug erhält. Was ich interessant dabei finde, ist, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber Facebook haben Sie wahrscheinlich auch alle schon mal genutzt, die meisten von Ihnen. Jetzt heißt es, glaube ich, Snapchat, also Facebook ist auch schon nicht mehr das Aktuelle. Dann haben Sie mit Sicherheit auch schon mal geskypt. Und ich glaube, das ist auch der Trend. Wir benutzen viele Dinge erstmal im privaten Umfeld, bevor es dann in Form bei uns heißt es Yammer als Chatforum oder Skype for Business. Wenn Sie heute bei uns durchs Büro gehen, werden Sie feststellen, dass Sie nicht ein einziges Telefon finden werden.
Denn wir nutzen alle schon seit vielen Jahren Skype for Business. Also das ist quasi schon die Welt, in der wir heute arbeiten, in der Welt, in der wir heute leben. Und wir haben uns jetzt mit dem Gebäude hier entsprechend angepasst. Dabei darf man, glaube ich, auch nicht die Angst haben, dass man nicht die Dinge neu ausprobiert, Dinge neu versucht. Ich glaube, es schwirrt im Moment so ein bisschen auch der Gedanke durch die Welt, dass die Roboter uns die Arbeit und die Arbeitsplätze wegnehmen. Das glaube ich nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Denn am Ende des Tages ist es doch so, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Und was wir erreichen wollen mit der Technologie, ist, dass wir unser Alltag, unser tägliches Leben einfach verbessern, vereinfachen, es uns noch angenehmer machen, als es sowieso heute schon ist. Ich glaube, die Gefahr besteht nur darin, wenn wir versuchen oder wenn wir uns dazu entscheiden, nicht mehr kontinuierlich zulernen zu wollen. In dem Moment gehen wir das Risiko ein, dass der Zug ohne uns abfährt. Und das wäre natürlich wahnsinnig tragisch. Aber ich glaube, Artificial Intelligence, worüber sehr viel im Moment geredet wird, wird in erster Linie, und ich bin da auch wieder überzeugt, werden wir als erstes wieder in unserem privaten Umfeld vermehrt einsetzen, bevor wir es dann später auch in unserem Berufsfeld wieder, in unserem Berufsumfeld wiederfinden werden. Dabei ist es auch gerade für ein Unternehmen wie für uns, für Microsoft, wahnsinnig wichtig, auf, wie wir es so schön auf Neudeutsch nennen, Diversity and Inclusion zu achten. Es ist bei uns wahnsinnig wichtig, wir wollen ein Spiegelbild der Organisation und der Außenwelt sein. Auch eine Gründe, warum wir hier deutlich näher an die Zentrale oder nach München an die Innenstadt gezogen sind. Sie haben schon gesehen, das Atrium, wo Sie heute Morgen registriert haben, das ist ein öffentlicher Bereich. Das machen wir ganz bewusst. Sie sehen ganz viele Glasfenster, alles Glasen, alles transparent. Das ist genau das, was wir wollen. Sie sind jederzeit herzlich willkommen bei uns im Atrium, uns zu besuchen, in der Digital Eatery, im Casino oder in der Kantine, wie auch immer. Da sind Sie jederzeit herzlich willkommen. Alle unsere Nachbarn, Sie hörten es gerade schon vom Kai, dass wir morgen auch einen extra Tag haben, wo wir unsere Nachbarn herzlich willkommen heißen. Denn das ist das Konzept, das ist die Idee. Wir wollen uns öffnen, wir wollen darstellen, dass wir offen sind und auch natürlich von Ihnen hören. Wir möchten mitbekommen, was Sie über uns denken, wo wir eventuell auch noch besser werden können. Genau diesen Dialog wollen wir mit Ihnen kontinuierlich eingehen. Deswegen haben wir auch dieses Büro mitgestaltet. Spiegelbild aber auch, was es aber anbelangt, unterschiedliche Kulturen bei uns zu haben, unterschiedliche Hintergründe, Mitarbeiter, die unterschiedliche Fähigkeiten einfach mit an den Tisch bringen. Denn es geht uns natürlich ganz klar darum, viele unterschiedliche Talente an einen Tisch zu bringen, um damit den besten Output für uns, aber natürlich in erster Linie auch für unsere Kunden und für unsere Partner erzielen zu können. Dabei sind wir überzeugt, dass das Modell, wie wir es heute immer noch häufig hören, von wegen Work-Life-Balance aus unserer Sicht ausgedient haben. Sie haben es schon auf den Folien gesehen und auch bei Ihren Einladungen. Wir reden heute bei Microsoft über Work-Life-Flow. Denn Studien haben ganz klar gezeigt, dass es heute mittlerweile so ist, dass die Mitarbeiter mitentscheiden wollen, in den Prozess mit eingebunden werden wollen, wann sie arbeiten und von wo sie arbeiten. Ich glaube, Microsoft ist eine der einzigen Unternehmen, die mir zumindest bis heute bekannt sind, dass wir mit unserem Betriebsrat zusammen eine Betriebsvereinbarung abgeschlossen haben über flexible Arbeitszeit. Das liegt schon viele Jahre hinter uns, das ist nichts Besonderes mehr, aber auch über einen flexiblen Arbeitsort. Das heißt, wir haben nachher noch Zeit für Fragen, können Sie gleich noch dazukommen. Das ist etwas, wo wir uns darauf geeinigt haben, um wirklich jedem unserer Mitarbeiter die Möglichkeit geben, flexibel zu arbeiten. Das ist für uns ein ganz wichtiges Konzept. Und nur durch die digitale Transformation, dadurch, dass wir Prozesse auch digitalisieren, dass quasi die schwarze Unterschriftenmappe, die der eine oder andere vielleicht noch von früher kennt, dass die einfach nicht mehr kursiert. Die gibt es bei uns natürlich schon seit längerer Zeit nicht mehr. Denn die würde bedeuten, man müsste immer wieder ins Büro kommen und nur da würde man die Informationen erhalten. Das ist bei uns zum Glück nicht mehr der Fall. Bei uns sind die Prozesse mittlerweile vollständig digitalisiert. Und natürlich auch, ich weiß, es gibt hier viele auch aus meiner Branche, HR und Betriebsräte, natürlich unterschreiben wir weiterhin Arbeitsverträge, das ist keine Frage. Aber Beschäftigung wollen wir so machen, dass sie sich flexibel an die individuellen Bedürfnisse unserer Mitarbeiter tatsächlich anpasst. Und damit ist es gemeint, und das ist, glaube ich, also einer der Klassiker, ein Stück weit natürlich auch familienfreundlicher zu sein. Aber es geht nicht nur um die Familie. Es geht darum, dass jeder von uns im Laufe seiner Arbeitszeit, seines Arbeitslebens, wir wissen, wir arbeiten, die meisten von uns, denke ich, viele Jahre,
Sind nicht alle beglückt worden, als Privatier geboren zu sein. Insofern arbeiten wir viele Jahre. Und in diesen Jahren hat man unterschiedliche Ansprüche auch an sich selber, an die Familie, an den Freundeskreis. Und was wir schaffen wollen mit unserer Flexibilität, flexiblen Arbeitsmöglichkeit, ist einfach, dass wir diese Flexibilität an unseren Mitarbeiter so groß wie möglich weitergeben. 86% der Arbeitnehmer sagen heute, sie wünschen sich mehr Mitbestimmungsrecht, mehr Mitbestimmung bei der Arbeitsgestaltung. Und wir versuchen dementsprechend auch nachzukommen. Seit Jahren sehen wir, dass auch bei uns früher Hierarchien sicherlich nicht unbedingt immer hilfreich sind. Wenn es darum geht, zusammenzuarbeiten, sind Hierarchien häufig auch eher ein Blocker, als dass es uns wirklich möglich ist, kreativ zu sein. Bei Microsoft sind die Hierarchien sehr flach. Natürlich gibt es jemanden, der am Ende des Tages unterschreiben muss oder jemanden, der auch entscheiden muss, ist keine Frage. Ja, auch das gibt es bei uns natürlich auch. Aber wir sind fest davon überzeugt, dass das Zukunftsmodell deutlich stärker dahin geht, zum Vernetzen, Zusammenarbeiten, in Teams zusammenzuarbeiten und nicht aufgrund von Hierarchien Ideen zu entwickeln. Das Ganze ist natürlich nicht ein Selbstzweck, sondern es geht natürlich wirklich darum, unseren Mitarbeitern und damit auch dem Unternehmen den besten Arbeitsplatz zu bieten, damit jeder Mitarbeiter auch sein Bestes am Ende des Tages bringen kann. Das ist natürlich keine Frage. Wir sind aber davon überzeugt, dass viele Hierarchien das nicht unbedingt unterstützen. Schlussendlich, aus unserer Sicht, ganz klar, glauben wir, dass das traditionelle Büro, die traditionelle Art und Weise des Arbeitens, nicht mehr adäquat ist für die digitale Welt. Und wir deswegen in dieses neue Konzept oder diese neue Welt des Arbeitens hier umgezogen sind. Wir brauchen aus unserer Sicht ein deutlich flexiblere gestaltetes Arbeitsumfeld, was dahin geht, dass keiner mehr einen festen Arbeitsplatz bei uns hat. Es gibt niemanden mehr, von der gesamten Geschäftsführung bis runter zu jedem einzelnen Mitarbeiter, der keinen festen Arbeitsplatz mehr hat. Eine Frage an Sie. Könnten Sie sich vorstellen, keinen festen Arbeitsplatz mehr zu haben, keinen festen Schreibtisch mehr? Vielleicht nochmal zeigen. Ein Drittel, fast mehr. Gut. Ich glaube, ich stelle die Frage gleich nochmal am Ende. Wenn Sie sehen, wie bei uns die neue Arbeitswelt aussieht, ob es dann vielleicht doch sogar noch mehr gibt, die wir davon begeistern können. Es ist ein Dreiklang am Ende des Tages, den wir berücksichtigen müssen, wenn wir darüber reden. Und der Dreiklang ist am Ende des Tages, und ich glaube, auch wenn ich es als erstes sage, nichtsdestotrotz, der Mensch ist bei uns im Mittelpunkt. Der Mitarbeiter, der Mensch mit seinen individuellen Bedürfnissen, steht bei uns im Mittelpunkt. Das Ganze ist aber abhängig natürlich dann auch. Wir wollen auch hier, und ich glaube, das ist die Aufgabe oder die Verantwortung eines jeden Arbeitgebers, ist es auch einen entsprechenden Ort, eine Plattform zu liefern, zu bieten. Das machen wir hier. Was dann damit gemacht wird, wie jeder einzelne Mitarbeiter das dann für sich nutzt, ist auch wieder individuell verantwortlich. Aber ich glaube, unsere Verantwortung, und deswegen haben wir dieses neue Gebäude hier auch gebaut, oder gemeinschaftlich gebaut. Deswegen ist es für uns wahnsinnig wichtig, eine solche Stätte, weil es gibt häufig immer wieder die Frage, braucht es überhaupt noch ein Büro? Wir sind felsenfest davon überzeugt, es gibt ein Büro, ist aber das Büro der einzige Ort oder ist der Büro der einzige Ort, von wo man arbeitet? Daran glauben wir heutzutage nicht mehr. Und das Ganze, und deswegen ja, sind Sie nicht umsonst bei Microsoft, wollen wir auch keinen Hehl draus machen. Natürlich spielt die Technologie eine ganz große Rolle. Die Technologie ist am Ende des Tages der Enabler, der das Ganze auch erst möglich macht. Ansonsten funktioniert es leider nicht. Schauen wir uns an, wie wir doch, so ich glaube, jeder von uns am Tag seine Zeit verbringt. Jede Menge unterschiedliche Aktivitäten. Das eine ein bisschen länger, das andere ein bisschen kürzer. Wenn wir uns zurückblicken oder ich glaube, wenn man sich überlegt, es gibt den klassischen Spruch 9-to-5 arbeiten, dann sehen Sie diesen großen Block der Arbeit und der wurde früher sehr klar einem bestimmten Ort zugeordnet. Ich bin morgens früh um 9 ins Büro gegangen, habe dann von 9 bis 5 gearbeitet und bin um 5 wieder nach Hause und habe dann mein privates Gehirn wieder eingeschaltet. Glauben Sie daran? Wir nicht. Nein. Und ich glaube, wenn man sich anschaut, wie wir heute alle leben und wie die Realität heute aussieht, ist es viel mehr so. Es ist viel vermischter. Es gibt heute nicht mehr den einen Block, wo ich um 9 Uhr morgens früh mein
privates Gehirn abgebe, auf einmal nur noch geschäftlich bin und dann um 5 Uhr mein geschäftliches Hirn abgebe und nur noch privat bin. Das ist nicht mehr die Realität, zumindest nicht die Realität, die wir erleben. Und ich glaube auch nicht, dass es die Realität ist, in der jeder Einzelne von uns sich bewegt. Erwischen Sie sich nicht dabei, dass Sie auf einmal sagen, ich muss doch noch eine E-Mail an einen Freund von mir schicken, die nichts mit dem Beruf zu tun hat während des Tages. Erwischen Sie sich nicht dabei, dass Sie noch mal schnell auf Facebook geguckt haben, weil Sie gerade die Nachricht bekommen haben, dass einer Ihrer Freunde im Urlaub ist. Das dürfen Sie alles mit dem Arbeitsgehirn theoretisch nicht machen. Aber es ist heute so fließend und deswegen sagen wir, das ist nicht die Welt, in der wir leben. Das ist nicht das Modell, in dem wir heute auch schon arbeiten. Bei uns ist das Modell anders. Wie gesagt, wir nennen es Work-Life-Flow, weil wir wirklich davon ausgehen, dass die Arbeitszeiten und die unterschiedlichen Aktivitäten, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, einfach ineinander überfließend sind. Wir haben 4 unterschiedliche Arbeitsbereiche. Der klassische Bereich ist der sogenannte Accomplished Workspace. Das ist wahrscheinlich der Bereich, und Sie werden gleich durchs Gebäude auch geführt, Sie haben die Möglichkeit, sich das anzuschauen. Das ist sicherlich der Bereich, der uns am noch vertrautesten vorkommt, sage ich mal, der mit dem klassischen Büro ein Stück weit noch zu vergleichen ist. Hier sehen Sie, und ich glaube, wenn man klassisch unterscheidet, einmal in ich arbeite für mich alleine, oder die andere Alternative, ich arbeite mit mehreren Leuten zusammen, im Team zusammen, ist das einer von den beiden Bereichen, wo Sie für sich alleine konzentriert Dinge abarbeiten können. Sie sehen die unterschiedlichen Trennwände, sodass Sie hier wirklich konzentriert arbeiten können. Das ist ein typischer Platz. Sie sehen nur noch einen Bildschirm und einen Stuhl und eine Steckdose. Mehr brauchen wir nicht mehr. Und natürlich unser Device. Damit arbeiten wir und damit sind wir natürlich extrem flexibel. Das meinte ich damit, dass wir natürlich auch die Technologie brauchen. Wenn wir uns da jetzt einen der Bereiche angucken, wo es darum geht, im Team zusammenzuarbeiten, ist es der Bereich Share and Discuss Workspace. Share and Discuss, hier geht es wirklich darum, dass man sich austauscht, dass man sich trifft, dass man zusammenarbeitet, diskutiert, auch durchaus gerne mal heiß diskutiert, neue Ideen versucht auszuarbeiten. Hier ist wirklich Action, hier ist Energie, hier wird miteinander diskutiert und ausgetauscht. Der dritte Bereich, auch wieder einer für die persönliche Konzentration, ist der sogenannte Think-Bereich. Hier, und auch das mag dem einen oder anderen befremdlich vorkommen, aber wenn man sich überlegt, wie ich zum Beispiel heute hier, wie eröffne ich meine Rede, muss ich mich nochmal zurückziehen, muss ich mich nochmal überlegen, muss ich in mich gehen, gucke ich vielleicht auch gerne nochmal raus, nicht unbedingt auf die Autobahn, aber draußen auch in den grünen Innenbereich. Da habe ich meine Ruhe. Sie sehen hier bequeme Sessel, teilweise auch, wo man die Beine hochlegen kann, die abgeschirmt sind, sodass man hier wirklich konzentriert arbeiten kann, nachdenken kann, was ist meine nächste große Idee, mit der ich nach vorne gehen kann. Und dann der letzte Bereich ist der Converse Workspace. Hier wieder auch in Form einer Teamarbeit. Hier kann ich auch hier arbeiten, man kann sich aber austauschen, Dialog halten, nochmal Nachfragen stellen. Das sind die 4 Bereiche, wie wir bei uns jetzt arbeiten. Diese Bereiche finden Sie mehrfach auf den unterschiedlichen Fluren, auf den unterschiedlichen Gängen wieder. Auch hier haben wir unsere Mitarbeiter vom ersten Tag an sehr, sehr eng mit eingebunden. Wir haben gefragt und natürlich auch Studien gemacht mit den Mitarbeitern zusammen, wie groß, glaubt ihr, müssen die einzelnen Bereiche bei euch sein? Und haben das im Dialog entsprechend auch angepasst. Das heißt, Sie finden in manchen Etagen einen ganz kleinen Think-Bereich, dafür einen deutlich größeren Accomplish-Bereich oder auch umgekehrt. Je nachdem, was die Arbeitsanforderungen sind, hat man hier die Möglichkeit zwischen den einzelnen Bereichen oder sind die Bereiche unterschiedlich gestaltet. Was es so außerordentlich macht aus meiner Sicht ist, dass diese Bereiche alle sehr eng, sehr nah beieinander sind. Das heißt, wenn ich mal eben von nachdem ich meine brillante Idee hatte, dann rübergehen möchte mit meinem Team, das danach diskutieren möchte, gehe ich auf einmal in den Accomplish-Bereich und versuche da mit dem Team das zu diskutieren oder gehe in den Share-and-Discuss-Bereich, wo man heißer nochmal diskutieren kann. Das alles ist eng beieinander, wie gesagt, auf allen Fluren mehrfach vertreten. Jetzt stellt man sich natürlich auch sehr schnell die Frage, okay, aber wie finde ich denn meine Leute überhaupt wieder? Wie finde ich meine Kollegen wieder? Berechtigte Frage. Jetzt könnte ich sagen, auch dafür haben wir eine App und das stimmt sogar, aber das ist nicht die Idee. Sondern was wir haben, sind sogenannte Anchor Areas, so nennen wir das. Das heißt, ich weiß,
Mein Personalbereich sitzt hier über, quasi schräg über uns im ersten Stock. Das ist der Bereich, wo auch mein Schließfach ist, wo ich auch meine privaten Sachen abschließen kann, hinterlassen kann. Und da ist, sag ich mal, das ist meine Heimat. Aber im Laufe des Tages kann ich dann zu unterschiedlichen Bereichen, durch unterschiedliche Bereiche im Gebäude laufen. Je nachdem, wo ich mich gerade, mit welchem Geschäftsbereich ich zum Beispiel gerade zusammenarbeite, das ist die freie Auswahl, die ich habe oder was gerade auch bei mir an dem Tag ansteht. Ja, vernetztes Denken, wie gesagt, wir glauben daran, dass Hierarchien ausgelebt haben. Wir wollen ein maximales flexibles Konzept anbieten. Das bedeutet nicht, dass das jeder nutzen muss, sondern wir wollen es zur Verfügung stellen. Das sehen wir als unsere Aufgabe, als Arbeitgeber, dass wir diese Flexibilität für jeden maximal zur Verfügung stellen. Bedeutet nicht, dass jeder das rund um die Uhr nutzen muss. Nein, das ist nicht unsere Erwartung. Aber wir wollen es zur Verfügung stellen. Wir erwarten oder wir wollen möglich stellen, dass wenn jemand jeden Tag ins Büro kommen möchte, er sich hier wohlfühlt. Wir denken aber auch, wenn es mit Kollegen gibt, die sagen, ich möchte nur für einige Stunden ins Büro kommen, den Rest arbeite ich von zu Hause oder vom Kunden, auch für die wollen wir die maximale Umgebung hier zur Verfügung stellen. Das ist unser Anspruch. Das Ganze hierarchieübergreifend mit flachen Hierarchien und, was ich schon gesagt habe, den Mensch, in dem Fall unseren Mitarbeiter im Mittelpunkt. Das Ganze ist sehr eng mit unseren Mitarbeitern abgestimmt worden, immer im konstanten Dialog, auch heute noch. Wie gesagt, wir sind erst 3 Wochen hier drin, es ist noch nicht alles 1000-prozentig. Es gibt noch ein paar Dinge, die wir nachjustieren wollen und auch hier sind wir im engen Dialog mit unseren Mitarbeitern. Das ist wahnsinnig wichtig. Denn am Ende des Tages geht es natürlich darum, persönlich produktiv zu sein, wirklich sein Bestes geben zu können, ist überhaupt keine Frage. Wie gesagt, die moderne Technologie, die Sie hier im ganzen Gebäude auch sehen werden, in unterschiedlichen Formen, ist der Enabler. Ohne die wird es nicht funktionieren, ohne die ist es nicht machbar. Die Prozesse müssen automatisiert sein. Ansonsten können Sie natürlich nicht von überall arbeiten. Das heißt, wir haben hier und auch so wie wir heute arbeiten, die räumlichen Grenzen quasi überbrücken können. Work-Life-Flow ist unser Motto. Work-Life-Balance kann man auch haben, wer das möchte. Aber wir glauben, es ist zu kurz gesprungen. Wir wissen aufgrund der vielen unterschiedlichen Generationen, die bei uns arbeiten, dass Work-Life-Balance nicht mehr der richtige Anspruch für uns ist. Es gibt Mitarbeiter, die ebenso nicht mehr leben wollen. Andere ja, und denen wollen wir es auch erlauben, wenn sie es so haben möchten. Wir wollen hier aber ein Konzept darstellen, dass es quasi für alle das Richtige ist. Selbstbestimmung und individuelle Souveränität, das ist das, was wir propagieren und wo wir stehen, wofür wir stehen. Und das ist das Umfeld, was wir unseren Mitarbeitern am Ende des Tages zur Verfügung stellen, um natürlich auch kreativ und innovativ zu sein. Überhaupt keine Frage. Ja, abschließend. Wir nennen es unsere Vision der Zukunft. Gelebte Innovationskultur durch Teamwork, Selbstbestimmung und persönliche Produktivität. Ich muss sagen, ich bin gar nicht mehr damit so ganz zufrieden, weil unsere Vision der Zukunft, ich denke, das ist schon das Heute. Es ist nicht mehr unsere Vision, sondern es ist das, wie wir heute leben. Und wie wir heute arbeiten. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen schon einen schönen Tag und freue mich auf Ihre Fragen nachher. Dankeschön. Ganz, ganz herzlichen Dank noch einmal an Markus Köhler, Senior Director Human Resources und Mitglied der Geschäftsleitung bei Microsoft hier in Deutschland. Gerade eben ging schon eine Hand hoch. Wir haben uns das so überlegt, Kai, dass wir jetzt den zweiten Referenten auch noch nach vorne bitten und danach dann eine große Fragerunde machen. Weil es gibt viele Fragen, die vielleicht auch eher den zweiten Referenten dann betreffen, der noch etwas größer den Fokus dann aufziehen wird rund um das Thema neue Welt des Arbeitens. Ein Hinweis noch ganz schnell. Es gibt hier einige Personen, die stehen. Ich hoffe natürlich, dass Sie sich bereit machen wollen für die Standing Ovations dann für unseren nächsten Referenten. Aber wenn Sie vielleicht nur stehen, weil Sie keinen Platz bekommen haben, kurzer Hinweis. Es gibt 2 Optionen für Sie. Dieser Teppich hat eine wunderbare Viskosität. Also über die Gestaltung kann man sich streiten, aber das ist natürlich immer so ein Thema. Aber im Ernst, wir haben drüben noch ganz viele Stühle. Wenn Sie jetzt Lust haben, rüber zu wandern, jetzt wäre eine ideale Gelegenheit, einfach kurz rüber zu laufen. Da hinten gibt es, glaube ich, locker noch 3, 4, 5 freie Plätze, auf denen man sich dann niederlassen kann. Ja, verehrte Gäste, wir sprechen schon den ganzen Tag über, vermutlich auch draußen in den Pausen oder vorne beim Frühstück, über die Vor- und Nachteile dieser neuen Welt des Arbeitens, über Work-Life-Flow, über Arbeiten 4.0. Und unser nächster Referent ist auf all diesen Gebieten ein ausgewiesener Experte, denn er beschäftigt sich im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit tagtäglich
mit den Fragen dieser modernen Arbeitswelt. Er ist Leiter der School of Design Thinking am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam. Ich hoffe, er sagt zum Thema Design Thinking noch zwei, drei Sätze. Vielleicht kurz nur vorweg. Die Lehre des Design Thinking kommt ursprünglich aus den USA, nach dem Vorbild der Stanford University, die besagt, dass eben bunt zusammengewürfelte Teams benutzerfreundliche Produkte und Dienstleistungen für alle Lebensbereiche entwickeln können und eben auch Lösungen für die Arbeitswelt, um das mal sehr komprimiert zusammenzufassen. Aber Herr Weinberg, ich glaube, Sie sagen dazu auch noch ein, zwei Sätze. Ich habe auch schon erfahren, dass es gar nicht aus den USA kommt, sondern von Deutschland in die USA und dann wieder zurückkam. Aber dazu sagen Sie vielleicht noch was. Seine Erfahrungen aus Lehre und vielen praktischen Projekten hat unser Gast im vergangenen Jahr in einem Buch zusammengefasst, der vielversprechende Titel Network Thinking, was kommt nach dem Brockhaus-Denken? Und auch hier geht es um Teamarbeit, um permanenten Wissensaustausch und das Arbeiten im Netzwerk. Aber ich greife vor, denn wir haben den Autor ja heute persönlich hier vor Ort. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen noch einmal, Professor Ulrich Weinberg. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung und auch Einladung, hier sprechen zu dürfen. Wir hatten ja gestern schon mal so einen kleinen Pre-Warm-up und ich habe auch das Haus genießen dürfen. Ich muss gleich vorweg sagen, ich bin gar nicht mitschuldig hier daran, dass es hier so toll aussieht. Ich bin aber hochbegeistert, dass es so toll aussieht in diesen Räumen und vor allen Dingen nach der gestrigen Führung. Aber da hören wir heute noch mehr drüber. Herr Hahner vom Fraunhofer-Institut wird da mit Sicherheit noch vieles drüber erzählen. Weil der ist nämlich einer von denen, die dafür verantwortlich sind, dass es so toll aussieht hier. Aber wir sind deshalb froh, dass große Unternehmen sich in diese Richtung bewegen, weil wir jetzt seit 9 Jahren mit Studierenden arbeiten und die versuchen vorzubereiten auf diese Welt, auf diese neue Welt. Ja, und denen klarzumachen, liebe Leute, dass die Arbeitswelt in der Zukunft wird sich ändern und die wird sich genau in dieser Richtung ändern, die wir hier erleben können. Nur in 95% oder noch viel mehr der Unternehmen ist es leider noch nicht so. Das heißt, wir haben vor neun Jahren angefangen, Studierende auszubilden und haben dann gemerkt, wenn die in Unternehmen reingehen, kommen die nach 4 Wochen wieder zurückgelaufen und haben gesagt, das ist ja ganz anders, als ihr das erzählt habt. Und das ändert sich jetzt gerade und das finde ich sehr gut. Also, ich habe das, meinen Vortrag hier, meinen kleinen Beitrag genannt, Design Thinking, besser vernetzt arbeiten. Und das Thema Vernetzung, das ist ja schon heute mehrfach gefallen, das ist in der Tat etwas, als wir vor 9 Jahren gestartet sind, war mir das gar nicht so bewusst, wie wichtig das werden wird, diese vernetzte Denk- und Arbeitskultur. Aber mittlerweile ist es mein Thema, das treibt mich wirklich durch viele, viele Unternehmensetagen und durch viele Projekte. Und davon will ich kurz berichten, von der School of Design Thinking. Wer hat denn von Design Thinking schon mal was gehört? Muss ich jetzt erstmal fragen. Wow, also das scheint in München irgendwie besser angekommen zu sein als in Berlin, wo ich dann die Frage auch ab und zu stelle, oder in Hamburg, sehr schön. Also wir sitzen in Potsdam am Hasso-Plattner-Institut und Hasso-Plattner ist auch derjenige, der in Stanford das ganze Thema ausgegraben hat. Hasso-Plattner, Mitgründer von SAP, nach wie vor noch sehr aktiv, ist jetzt 72, aber ist weiterhin Aufsichtsratschef von SAP. War gerade auf der Titelseite vom Manager-Magazin als einer der reichsten Leute in Deutschland. Und er hat mit seinem Geld einiges gemacht, nicht nur für sich privat, sondern sehr, sehr viel in die Gesellschaft. Er hat mehrere 100 Millionen in das Hasso-Plattner-Institut in Potsdam gesteckt, weil er gesagt hat, wir müssen in Deutschland auch stärker privat Bildung finanzieren. Das reicht nicht, wenn man darauf schaut, dass die Hochschulen verrotten und dass Schulen der Putz von den Wänden bröckelt. Wir müssen was tun, es gibt genug Leute und er hat das jetzt gemacht. Mit dem Fokus auf Software Systems Engineering hat er seine School da aufgesetzt vor 15 Jahren. Mit großem Erfolg. Mittlerweile ist es eines der top-gerankten IT-Institute in Deutschland, obwohl es ganz klein ist. 500 Studierende machen da Bachelor, Master, PhD, Software Systems Engineering. Also sie wollen sozusagen Software-Architekten werden. Ja? Die wollen an den größeren Modellen arbeiten. Wir haben ein kleines Diversity-Problem bei den IT-Professoren, wie man sieht. Wir arbeiten dran. Das ist ein Problem in Deutschland, glaube ich. Also die IT-Landschaft ist nach wie vor noch sehr, sehr männlich. Ist in anderen Ländern anders. Wir wissen nicht genau, woran das liegt. Bei den Studenten sieht es ein bisschen besser aus. In der School of Design Thinking sieht es komplett anders aus. Da haben wir ein Lehrende-Team, das ist 50-50 Männer, Frauen. Aber da komme ich gleich noch drauf. Ich bin da, wie man auf dem Foto hier sieht, also reingefotoshoppt. Ja. Also ich bin nämlich der einzige Nicht-IT-Prof. Ich bin eigentlich ursprünglich mal, ich habe mein Studium hier in München absolviert und war dann beim Bayerischen Rundfunk vor knapp 30 Jahren und habe beim Bayerischen Rundfunk gemerkt, Mensch, die Medien
Medienwelt ist nicht nur analog, sondern wird digital, weil die großen Senderanstalten, die konnten sich damals schon Digitaltechnik leisten und schon richtig gute Maschinen, die kosteten Millionen damals, hatten eine Leistungsfähigkeit, die ist schlechter als das, was man heute auf den Glasplatten in der Tasche rumschleppt. Aber ich habe die ersten fliegenden Logos für ARD und ZDF gemacht damals. Kennt vielleicht noch der ein oder andere, unseren Studenten muss ich immer erklären, was Fernsehen ist, weil die wissen das nicht mehr. Aber dann habe ich auch für BMW das erste virtuelle Auto, virtuellen BMW durch virtuelle Landschaften fahren. Das ist alles knapp 30 Jahre her. Und bin dann seit 22 Jahren Professor für Computer Animation in Potsdam, aber seit 9 Jahren bin ich aus dieser schönen Nische, in der ich mich richtig wohlgefühlt hatte, bin ich jetzt raus und bin jetzt Professor für alles Mögliche, wie mein Kollege von mir gesagt hat, nämlich für wirklich alles das, was möglich ist, was wir so ausdenken können, und das macht mir auch einen Heidenspaß. Und ich bin dazu nochmal, um das ein bisschen zu bändigen, hat mich die Deutsche Gesellschaft für Qualität, die DGQ, vor 2 Jahren in den Vorstand berufen, und um das wieder so Richtung Qualität zu schieben, aber eigentlich auch um die DGQ mit Innovationen, also das Thema Quality Made in Germany, auch mit dem Thema Innovation zu verknüpfen, und das hier ist meine Aufgabe. Und ich habe eine Stiftung gegründet, die heißt die WeQ Foundation, da erzähle ich aber gleich noch was, warum ich das gemacht habe. Stanford ist eben schon mal erwähnt worden, das ist in der Tat unsere Inspirationsquelle vor 9 Jahren gewesen. Also Plattner hat dort Leute entdeckt, die was sehr Radikales gemacht haben. Die haben nämlich gesagt, wir müssen unsere Studierenden in dieser tollen Hochschule, die wir haben, aus den Silos rausholen. Ja, die Silos sind toll, die werden aber immer enger. Ja, die Fächer werden immer steiler. Ich muss immer mehr Wissen anhäufen. Und die Professoren wissen natürlich auch genau, was alle Forscher auf der ganzen Welt gemacht haben. Das heißt, das muss ich als Student auch wissen. Das heißt, ich werde immer spezialistischer sozusagen. Und gleichzeitig werden die Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, immer komplexer. Die Kollegen haben gesagt, wir brauchen Komplexität auch in der Problemlösung. Das heißt, wir müssen Leute enablen, in die Lage versetzen, dass sie miteinander Probleme lösen können. Und egal aus welcher Disziplin sie sind. Ja, die haben gesagt, wir brauchen die Mediziner, die Informatiker, die Juristen, die Designer, die Betriebswirte, die Maschinenbauer. Die müssen alle irgendwie zusammenarbeiten können, und das müssen die lernen. Das müssen die vorab schon lernen. In der Schule kriegen sie es nicht beigebracht, da wissen sie noch nicht, dass sie Maschinenbauer werden wollen. Aber hier wissen die das, und da müssen die das lernen. Und da haben die gesagt, wir machen was Neues. Das nennen wir D-School, so ein bisschen in Abgrenzung auch zu den B-Schools. Aber das D stand für Design damals. Design Thinking war noch nicht als Terminologie so gängig. Das haben die Kollegen hier um David Kelly. Er hat es schon praktiziert, er hat eine Agentur gegründet, die IDEO heißt, die auch in München einen Ableger hat. Und die haben die erste Apple-Maus, die erste Microsoft-Maus, den ersten faltbaren Computer und sowas. Da gab's halt, früher gab es sowas hier, da hat man gedacht, Computer sind immer so zusammen, dass man die falten konnte. Und da hatten die ein Patent, ja, das ist unglaublich. Das haben die gemacht. Und die haben im Grunde Design Thinking schon praktiziert, die hatten nur keinen Begriff dafür. Und David Kelly, der dann auch Professor in Stanford ist, hat gesagt, Mensch, wir brauchen einen Begriff für das, was wir da tun, nennen das Design Thinking. Und haben das experimentell ausprobiert mit 20 Studierenden in Baracken auf dem Campus, illegal, ja, weil so ein neues Department ist auch in Stanford nicht leicht. Und also Plattner hat davon erfahren, da waren die noch so in dem illegalen Status, hatten so mit IKEA-Couches alles schön ausprobiert und selbstgebaute Möbel. Und er fand das total, er war völlig begeistert, hat gesagt, das erinnert mich an die Zeit, als ich vor damals 30 Jahren SAP gegründet habe. Da waren wir genauso, eine kleine Truppe, so ein kleines Team gemischt. Wir waren nah am Kunden, haben tolle Sachen ausprobiert und hat dann da investiert, ist der Hauptsponsor. Und deshalb heißt das Ganze jetzt auch Hasso Plattner Institute of Design Stanford seit 11 Jahren. Und das war unsere Inspiration dann auch ein paar Jahre später. Und ich habe da David Kelly gefragt, was hat ihn denn dazu motiviert, überhaupt diese gemischte Situation herzustellen. Und dann hat er interessanterweise nach Deutschland gesagt. Da hat er gesagt, hey, meine Inspirationsquelle war das Bauhaus. Ja, in den 20er Jahren letztes Jahrhundert, da haben die Kollegen aus der Kunst, da haben die diesen Winkel aufgezogen. Die haben gesagt, wir müssen die Grenzen überbrücken zwischen den Leuten, die Kunst machen, die Theater machen, die Film machen, gab es da noch ein bisschen, die zeichnen, die malen, die bildhauern und so weiter. Und die Brücken haben die aufgeschlagen. Ja. Und dann kamen die und die haben Diversität hergestellt. Und dann kamen in Deutschland die Diversitätshasser. Ja. Die haben dann gesagt, das finden wir doof, das müssen wir jetzt zumachen und wir schicken euch jetzt alle weg. Ja. Und aus diesem Gedankengut ist das aber gewachsen. Und David Kelly sagte,
er hat diesen Winkel gesehen und hat gesagt, nee, heute sind die Probleme komplexer, wir brauchen 360 Grad. Wir brauchen eigentlich alle. Und das war die Geburtsstunde sozusagen der D-School und sind offen eben für alle Disziplinen. Und mittlerweile sagt der Präsident von Stanford jedem Studierenden bei seiner Ankunft, bitte einen Kurs belegen in der D-School, denn das ist ganz, ganz wichtig. Und viele Vorstandsetagen, die aus Deutschland nach USA durch Silicon Valley tigern, haben mittlerweile auf ihrer Agenda auch D-School angucken. Ja, nicht nur Facebook und Apple und so weiter, sondern auch da reinschauen, weil das ein sehr spannender Ort ist, der sich permanent weiterentwickelt, der eben nicht stehen bleibt, sondern wo man immer merkt, wow, das ist so ein Think Tank, der ist richtig nah an der Zeit. Und wir machen in Potsdam, wir sehen uns als Schwestereinrichtung, wir haben denselben Sponsor im Hintergrund und haben kein Rechteproblem gehabt von Anfang an und haben uns eng ausgetauscht, haben auch ein gemeinsames Forschungsprogramm. Wir sind ein bisschen kleiner von den Studenten her, aber die Wirksamkeit in die deutsche Industrie ist deutlich größer als bei den Kollegen in den USA, weil bei uns gab es noch nicht so viele Agenturen, die sich damit beschäftigt haben und wir strahlen wirklich in die Industrie an. Wir haben 120 Studierende mittlerweile aus knapp 70 Disziplinen, aus über 60 Hochschulen. Also die kommen nicht nur wie in Stanford, kommen die alle aus Stanford. Die müssen alle dort studieren, müssen alle viel Tuition bezahlen und so. Bei uns kann sich jeder bewerben, der Lust hat. Wir haben anfangs gedacht, die Leute kommen aus der Region, Großraumregion Berlin. Da gibt es schon 170.000 Studierende und das wird uns erstmal erreichen, wenn die sich alle aus ihren Fächern bewerben. Aber wir haben mittlerweile Studenten aus Sao Paulo, aus Shanghai, die für 2 Tage in der Woche nach Potsdam kommen und da in kleinen gemischten Teams in völlig neuen Arbeitsumgebungen zu arbeiten und lernen, miteinander zu kooperieren, auch einen neuen Arbeitsprozess zu lernen. Und das machen die völlig freiwillig, denn das ist akademisch komplett wertlos, was wir da anbieten. Es gibt keine Noten, keine Einzelbewertung, es gibt auch kein Bachelor in Design Thinking, kein Master in Design Thinking, kein Diplom in Design Thinking. Gibt es alles nicht, sondern wir haben ganz bewusst gesagt, wir gehen raus aus diesem akademischen Kontext, aus dem akademischen Korsett, weil, wenn man sich die Bildungslandschaft anguckt heutzutage, Schulen, Hochschulen, ist das eine Bildungslandschaft, die ist geprägt aus dem 18., 19., vielleicht bestenfalls 20. Jahrhundert, aber im 21. Jahrhundert leider noch nicht angekommen. Das heißt, wenn wir uns da rein bewegen würden mit dem Experimentierstudium, würden wir ganz schnell vereinnahmt werden, irgendwo so eingetütet und fakultiert sozusagen und dann wären wir weg. Ja, und wir haben jetzt seit 9 Jahren uns da richtig gegen gewehrt, weil die Uni Potsdam hat schon gesagt, Mensch, das ist doch was Tolles, da machen wir ein Design. Dann machen wir Design Thinking, Masterstudium raus. Und dann haben wir gesagt, nee, lieber nicht. Na, dann, wir haben 35 Professoren und Assistenten, die das Teaching-Team sind. Ja? Und bei uns sieht es halt nicht mehr aus, wir haben keinen Vorlesungssaal, wir haben auch keinen Seminarraum, sondern bei uns sieht es so aus, wie da auf den Fotos. Das ist ein Labor, in dem man alles Mögliche ausprobieren kann, hochflexibel, hochvariabel. Und die Teacher, sozusagen unser Lehrerteam, sie werden sich sagen, das ist aber eine irre Betreuungsdichte, das kriegen wir auch nicht mal im Kindergarten hin in Deutschland. Das ist aber wichtig, da versuche ich auch durchzuhalten seit 9 Jahren, weil das extrem wichtig ist. Und das sind eben keine Leute, die fulltime da sind. Unsere Studenten sind 2 Tage die Woche da und die Lehrenden sind einen halben Tag und einen Tag in der Woche da. Die werden bezahlt, ja, aber das ist nicht teurer als ein ganz normaler Studiengang. Ja, das sind Leute aus der Praxis zum Teil, die arbeiten irgendwo und kommen dann einen halben Tag zu uns und arbeiten mit Studenten zusammen. Macht denen heiden Spaß, die kriegt man kaum raus, wir kriegen kaum da Fluss rein, ja, weil alle wollen immer wieder kommen, jedes Semester wieder neu. Und es ist sehr, sehr gut. Und manchmal, also hier ist schwer zu sagen, wer ist jetzt Professor und wer ist Assistent, kann ich jetzt auch nicht auf Anhieb nicht sagen. Kann man manchmal auch nicht unterscheiden. Ist auch nicht so schlimm, weil wir versuchen auf Augenhöhe miteinander zu arbeiten. Machen alles auf Englisch, sind offen für alle Disziplinen und haben 2 Semester Programm, das war's. Und wir haben damals überhaupt nicht vermutet, dass das Thema Design Thinking, was für mich relativ neu war, ja, ich kannte es so ein bisschen aus Gesprächen und von Websites, aber dass das in der Wahrnehmung auch im Business so nach oben schnellt. Ja. Wir haben jetzt, das ist eine Studie von Deloitte, die Trends auflistet, Wichtigkeit von bestimmten Trends für Unternehmensvertreter und da ist 2015 das Thema Design Thinking noch gar nicht aufgepoppt, ja, und 2016 jetzt ist das plötzlich zack im Mittelfeld gelandet und interessanterweise auch Organisationsstrukturen. 2015 gar nicht auf dem Schirm, jetzt plötzlich ganz oben, also das ganze Thema Hierarchie, Manage, Leadership und so weiter, was wir auch adressieren und was Sie auch schon adressiert haben hier, spielt plötzlich eine ganz große Rolle in der Wahrnehmung. Das wird auch noch weiter steigen, das wird weiter spannend sein und ich finde das super interessant,
denn wir zoomen quasi in die ganze Industrie und Arbeitslandschaft massiv rein mit unserem Programm. Ich habe schon gesagt, was wir nicht machen, dass wir keine Noten geben und so weiter. Das andere, was wir auch nicht machen, ist, wir haben kein Curriculum, kein klassisches Curriculum mehr, sondern wir machen Projektarbeit. Wir machen Kontextlernen sozusagen. Das, was in den Schulen und Hochschulen häufig passiert, ist kontextfreies Lernen. Ja, ich muss bestimmtes Wissenspensum mir erarbeiten und das wird dann nachher abgefragt und wird bewertet. Gibt es bei uns nicht mehr. Bei uns gibt es Projekte mit unterschiedlichen Unternehmen, wie man hier sieht. Das ist mal ein Portfolio nur mal rausgegriffen. Ich will da gar nicht tiefer reingehen, aber wir haben zum Beispiel mit Frau Nahles zusammen, mit ihrem Ministerium, die Politik hat uns mittlerweile auch auf Schirm, interessanterweise, haben wir zusammen uns mit der Frage beschäftigt, wie ist das eigentlich mit Menschen, die in ländlichen Regionen leben und Facharbeiter sind, mit diesen Gerätschaften, weil, was Sie auch schon adressiert haben, alles privat nutzen die alles Mögliche, auch diese schönen Glasplatten. Wer hat so eine Glasplatte nicht in der Tasche übrigens? Keine? Vergessen heute früh, oder? Nee, haben keine, wollen nicht. Wow. Auch kein altes Nokia vorne oder so. Doch. Ah. Gut. Aber so, und das haben wir alle, nutzen ja alle. Und da gibt es Leute in ländlichen Regionen, die nutzen das auch, aber nutzen das nicht beruflich. Ja, die haben das noch gar nicht verbunden mit ihrem Job, sondern die haben gesagt, das ist mein Privatding und Job mache ich Fax und Telefon. Ja, so, das reicht. Und das da ranzugehen, war ein Projekt jetzt mit Frau Nahles, mit ihrem Ministerium. Mit der Bundespolizei haben wir uns das Check-in am Flughafen angeguckt. Lässt sich das verbessern, lässt sich das vereinfachen für Familien oder für Businessleute. Super spannendes Projekt hier mit dem Berliner Justizsenat. Internet im Knast. Ja. Macht es Sinn, im Gefängnis Internet anzubieten? Gibt es in keinem Gefängnis in Europa. Und ich habe auch anfangs gesagt, das ist ja völliger Wahnsinn. Also warum soll man den Insassen da, den Häftlingen da Internet anbieten? Aber wenn man dann darüber nachdenkt, dass jemand 8 Jahre im Knast ist oder 9 und so eine Glasplatte hier noch nie in der Hand hatte und jetzt aber resozialisiert in die Gesellschaft entlassen wird, dann fängt man an, anders drüber nachzudenken. Und dann haben wir uns da reinbewegt. Und unsere Studenten machen etwas, was für die extrem wertvoll ist. Die machen eben nicht nur Internetrecherche und Befragung von Leuten, sondern die gehen tatsächlich vor Ort. Das heißt, die Studenten, die sich mit Flughafensicherheit beschäftigt haben, die mussten fliegen. Ja? Die mussten durch Europa fliegen und die mussten mit Sicherheitsleuten unterwegs sein, mit der Polizei, aber auch mit, die haben Familien begleitet, die haben Leute begleitet, die Business-Leute, die jeden Tag durch die Gegend fliegen, ja, und haben dadurch ganz, ganz viele Insights gewonnen, die hier, die Studententeam, jedes Projekt hier ist begleitet von einem Studententeam, ja, und hier das Team, das musste halt in den Knast. Ja. Wer von Ihnen war schon mal im Knast? Also, ja, ich habe einen halben Tag. Ja, zeigen Sie auf, weil das ist eine Extremerfahrung. Ja. Ich habe das, in Vorbereitung des Projekts habe ich einen halben Tag in einem Gefängnis verbracht und das war der Hammer. Ja. Das war echt völlig andere Welt. Weil, da können Sie ganz viel drüber lesen oder im Internet oder sich erzählen lassen, aber das zu erleben, das war für die Studenten völlig irre. Ja. Und da sind tolle Ideen entstanden, die wir dann wieder reinspiegeln in die Organisationen, ja, und die dann zum Produkt werden, wollen wir hoffen. Also ist schon ganz vieles Produkt geworden. Das ist aus dem letzten Semester, will ich jetzt nur zeigen, um zu illustrieren, jedes Semester wieder neu. Es gibt keinen Themenschwerpunkt, sondern wir zoomen überall rein, da wo Menschen sich auf uns zubewegen, Organisationen sagen, hey, wir haben jetzt ein spannendes Thema, könnt ihr das mal in so einem Studententeam bearbeiten für ein Semester? Wir geben euch auch die nötigen 50.000 dafür, denn jedes Projekt kostet Geld und damit finanzieren wir einen Teil des Studiums und ja, das funktioniert hervorragend. Mit Zalando übrigens haben wir uns mit der Frage beschäftigt, wie ist denn das, wenn jeder so einen flexiblen Arbeitsplatz hat? Wie finde ich denn meine Leute, von denen ich gestern noch wusste, dass sie in Raum F waren und dass wir da coole Sachen gemacht haben, wie finde ich die dann den nächsten Tag wieder? Ja? Gibt es da irgendwie ein Tool? Sie haben offensichtlich die App, Zalando hatte die noch nicht. ja, werde ich dir gleich was sagen. Ja, das sind ein paar der Projektpartner, will ich aber gar nicht so weiter drauf eingehen. Denn ich will eher darauf eingehen, was treibt die zu uns? Ja, und das ist in meinen Augen die wachsende Komplexität. Das ist das, was unsere Kollegen von der Singularity University im Silicon Valley the Exponential Thinking sozusagen, die exponentiellen Wandel nennen. Und das sehe ich auch so. Das ist meine private Komplexitätskurve so vor 20 Jahren ungefähr. Da sah das so aus. Da war ich noch Experte in einem Thema. Da konnte ich relativ gut vorweg sagen, was in den nächsten 4, 5 Jahren ist. Aber heutzutage fühlt sich das eher so an. Bei mir. Und das hat was
mit der Digitalisierung zu tun, mit der radikalen Digitalisierung. Ja, mit dieser Glasplatte hier zum Beispiel, da habe ich massiv in den letzten acht, neun Jahren dazugelernt. Ja. Ich weiß noch übrigens, als wir gestartet sind mit der D-School, da gab es das Ding noch nicht, kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Da gab es das noch nicht und da kam einer von den Professoren, Terry Winograd, der hatte schon so ein Ding gekauft in den USA, der kam dann bei uns zu Besuch und dann saßen wir alle zusammen, weiß ich noch sehr gut, wie um Lagerfeuer. Ne? Ja. Boah, Wahnsinn, Glasplatte, ja, keine Tasten mehr, ne? Wenn das mal gut geht. Und dann, und da hatte ich noch, überhaupt noch nicht die Ahnung davon, dass ich das Bedürfnis nach einer App haben würde oder sowas. Ja? Weil den Begriff gab es noch nicht. Und ja, weil jetzt sieht's, jetzt habe ich hier 24 Sachen zu updaten, jeden Tag, ja. Und das macht einen auch völlig verrückt, denkt man, ja. Und ich bin immer auf der Suche nach Bildern auch für diese Komplexitätssteigerung, die wir erleben gerade. Denn das ist ja ein Momentum in der Zeit, wo wir alle wissen, in 30, 40 Jahren, wenn man zurückguckt, wird man sagen, ja, das war die Zeit, weißt du noch, da wurde aus der analogen die digitale Zeit. Ja? Das wird man in 30 Jahren nicht mehr so benennen. Ja? Wird dann nur zurückgucken und sagen, Mensch, das war die Zeit, da ist das alles passiert. Und ich habe Andrew McAfee letztens zuhören dürfen, der sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt und der sehr viel forscht und der ein Buch geschrieben hat, das heißt The Second Machine Age. Und er sagt, ich bin auch immer auf der Suche nach Bildern für den exponentiellen Wandel. Und er war dann bei diesem hier gelandet, das benutze ich jetzt auch, weil das so schön ist, nämlich diese schöne Legende von dem Herrscher und dem Erfinder des Schachbretts. Ja? Und der Herrscher, der so begeistert war und den Erfinder des Schachbretts und des Schachspiels zu sich gerufen hat und hat gesagt, hey, ich bin so begeistert von dem Spiel, du kannst dir was wünschen, was du willst, hast einen Wunsch frei, sag mir, was du haben willst. Ja? Und dann sagt er, ich will eigentlich nur Reis haben. Ja? Ich will auf dem ersten Feld ein Reiskorn, auf dem zweiten zwei, dann vier, dann acht, dann 16 und so weiter. Und dann hat er gesagt, ach, sind noch nur 64 Felder. Das ist aber bescheiden. Ja? Dann kannst du kriegen, ja? Das ist kein Problem. Und seine Berater, die haben dann damals gerechnet, die hatten noch keine Excel übrigens, ne? die mussten noch hier so. Die haben gesagt, Moment mal, das ist eine gefährlich hohe Zahl, die da hinten rauskommt. Das lieber nicht zusagen. Aber da war schon zu spät, hat er schon zugesagt. Also nicht wissend, dass die Menge Reis auf Feld 64 Deutschland einen Meter dick bedecken würde, komplett Deutschland, und ungefähr 200 Jahre braucht zum Wachsen. Ja. Welternte. Also völlig unmöglich. Das ist bei Feld 64, das ist eigentlich gar nichts. Ja. Und das ist exponentielles Wachstum, einfach nur das verdoppelt. Ja. Und ich kann es jedem empfehlen, das zu machen, um das rauszukriegen. Und Andrew McAfee hat gesagt, jetzt gucken wir uns mal die Computerentwicklung an und legen diese 64 Felder parallel zu den 75 Jahren Computern. Wir haben nämlich vor ein paar Monaten, ich glaube vor zwei, drei Monaten, haben wir in München, in Berlin, Konrad Zuse, 75 Jahre Computer gefeiert. Da war ich bei der Feier und saß da drin und dachte, 75 Jahre, ja, das ist noch nicht mal, das ist nicht 750 Jahre, nee, 75 Jahre, das ist nichts. Und was ist in der Zeit passiert? Ja? Und ich habe von diesen 75 Jahren auch noch 58 selber miterleben dürfen. Ja, und Ihnen geht es genauso. Ja? Und das ist verrückt, was in dieser Zeit alles passiert ist. Und er sagt, wenn man das jetzt parallel liegt, 75 Jahre Computerentwicklung und diese 64 Felder Schachbrett, da sind wir jetzt bei Feld 32. Und wir sind dabei, von 32 nach 33 zu gehen. Und er sagt, die Interdependenzen von allem, was wir tun, mit allem, was andere Leute tun, werden so gigantisch wachsen, dass es überhaupt keinen Sinn mehr hat, in alten Denkmodi zu arbeiten. Und es ist aber extrem schwer für uns Menschen, das zu ticken, ja, weil wir eben nicht exponentiell, wir können super linear denken, aber nicht exponentiell, wie der Herrscher erlebt hat am eigenen Leib. Ja. So, und da ist die Frage, was tut man dann? Kopf in den Sand und sagen, ich habe noch 4 Jahre bis zur Rente und dann ist gut, ja, wird schon gut gehen. Nein, wir sagen nicht Kopf in den Sand, vor allen Dingen den unseren Studenten nicht, den können wir das nicht sagen, weil die haben noch ein langes Leben vor sich. Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit dieser wachsenden Komplexität um? Wir sagen mit Design Thinking, es gibt 2 Charts, wo ich das versuche zu illustrieren. Was ist das? Was tun wir da? Das eine ist dieses hier, wo wir sagen, uns fragen, wo ist die beste Inspirationsquelle für Lösungsmöglichkeiten, für komplexe Fragestellungen? Und wir sagen nicht Technik, wir sagen auch nicht Wirtschaft, sondern wir sagen der Mensch. Wir gucken uns den Menschen an, fragen uns, was treibt uns wirklich um, was brauchen wir tatsächlich, was ist wichtig. Wir verbringen wahnsinnig viel Zeit damit, rauszukriegen,
was Menschen brauchen. Ja? Und dann gucken wir, welche Technik ist nötig, ist das ein Businessmodell dahinter, ist ein Businessmodell dahinter. Und dann sagen wir, ja, wir reden von nachhaltiger Innovation. Ja? Aber immer da oben starten. Klingt simpel, aber die meisten Unternehmen machen das nicht. Ja? Die meisten Unternehmen sind im Flow sozusagen, sind im Fluss ihrer Technologie und vergessen dann ganz schnell mal, huch, den Kunden, ja, und den, für den sie das eigentlich machen. Wir fragen immer nach dem Warum. Warum brauchen wir das? Und die Frage müssen wir immer lauter stellen heutzutage, denn machen können wir alles. Ja, wir können jeden Wahnsinn produzieren. Nur die Frage ist, warum? Warum sollten wir das tun? Und da müssen wir uns mit beschäftigen. Und das zweite Chart ist dieses hier. Nee, ist dieses hier nicht, sondern das zweite, das ist hier mal, wenn man im Internet sucht nach Design Thinking, kommt man in der Regel zu so einer Wüste hier. Und man sieht ganz viele Methodencharts, ja, so das sind mal 5 Schritte, mal 6 Schritte und so weiter. Und ich habe damals, als ich von Stanford zurückkam, gesagt, Methode ist ein Ding von dem, was ich erlebt habe, aber da gibt es noch 2 andere Komponenten und die sind ganz wichtig. Und das ist auch, da kommen wir auch wieder zu dem Raum. Und das erste ist, was wir da machen, und ich habe das hier zusammengefasst in diesem Dreiklang, ich nenne es den dynamischen Dreiklang des Design Thinking. Das ist im Grunde die schöne Version von dem Gekritzel, was ich im Flugzeug damals vor 9 Jahren gemacht habe, so zusammenzuführen, was habe ich da gerade erlebt, was machen die da so Verrücktes, was mich so begeistert hat, ja, die Energie, die das ausgestrahlt hat. Und das eine ist, habe ich schon genannt, weg von dem Individualfokus, hin zum Teamfokus. Und wenn ich von Teams spreche, meine ich nicht ein Team of 2, nicht 2 Leute, auch nicht ein Team of 10, zu groß, 4, 5, 6. Wir versuchen alles runterzubrechen, alle größeren Gruppen, wir haben ja 120 Studierende, die sind in 40er Teams, 40er Gruppen, quasi Tracks nennen wir das, und die brechen wir nochmal runter in 4, 5, 6 Leute. Und die machen dann, die 4, 5, 6 Leute machen dann diese Projekte, die wir eben gezeigt haben. Und die kommen aus verschiedenen Disziplinen, haben vielleicht verschiedene kulturelle Hintergründe, sind natürlich verschiedene Persönlichkeiten und sind auch vielleicht behindert. Ja, das ist auch ein Teil von Diversität, weil wir sagen, Diversity is king. Ja, wir sagen, da steckt die Wertigkeit. Die muss man nur erkennen. Das zweite ist, Feld 32, 33, nochmal erinnern an die Menge von Reis, die da schon auf der Hälfte drauf liegt. Wir können nicht mehr linear weiterarbeiten. Wir müssen nicht linear arbeiten. Ja? Wir müssen weg von den Wasserfallmethoden hin zu einem iterativen Arbeitsprozess. Und wir haben einfach den Designern und Architekten unter uns. Ist jemand Designer und Architekt oder Architekt? Hier ist jemand? Ja, haben wir doch bestimmt ein paar. Den haben wir die Arbeitsweise geklaut. Wir haben gesagt, das, was Sie machen, ist für Teamarbeit genau das Richtige. Ja? Verstehen, beobachten, nah am Kunden sein, nah am Menschen sein, eine Sichtweise definieren. Ja, wenn ich als Architekt ein Einfamilienhaus baue, ist es, wie viel habe ich noch? Mann, 1 Minute. ist das was anderes, als wenn ich eine Brücke für eine Stadt baue? Ja, da muss ich eine komplett andere Sichtweise definieren. Ideen müssen wir entwickeln, Prototypen müssen entwickelt werden und getestet werden. Und das Wichtige ist aber, die sind die kleinen Schleifen, die indizieren, dass wir das immer wieder machen. Immer wieder, immer wieder. Ja, und immer wieder Prototypen machen, Fehler machen dürfen und das lernen. Und das Dritte ist der Raum. Wenn wir uns fokussieren auf eine Zusammenarbeit und wenn wir uns fokussieren auf einen Prozess, der beide Hirnareale aktiviert, den linken, den analytischen Teil, wie den rechten, den kreativ-intuitiven Teil, und das volle Pulle sozusagen mit aller Power, dann brauche ich auch einen Raum, der das ermöglicht. Ja, ich brauche einen Raum, der teamorientiert ist, der Kollaboration ermöglicht, der das Zusammenkommen ermöglicht. Ich brauche auch einen Raum, der Kreativität unterstützt. Und bei uns ist alles flexibel, alles auf Rollen. Wir haben unsere Möbel damals selber bauen müssen, weil wir noch nicht so ein tolles Planungsteam hatten wie hier und noch nicht diese Erfahrung, die auch von Fraunhofer jetzt da einfließen konnte. Wir mussten das alles selber machen. Wir haben ein eigenes Möbelsystem mittlerweile, was daraus entstanden ist. Und unser variabler Raum sieht dann so aus wie da hinten rechts. Das ist ein Workspace. Aber wir haben auch Share Spaces, wir haben auch die Entspannungsräume und so weiter. Wir haben verschiedene Sachen, die wir über die Zeit entwickelt haben. Und das ist das dynamische Dreieck des Design Thinking. Ich will jetzt, kann ich hier irgendwie weiter? Noch schneller irgendwie durch? Ja, kann ich doch, ne? Weil wir wollen ja noch diskutieren. Wie mache ich das nochmal? Das muss ich im. Ja. Ich kann doch irgendwie. Muss ich hier rüber? Ah, rechts. Okay. Habe ich sie? Oder da?
Ja, da müssen wir einfach, wir springen einfach über ein paar Slides. Ne, jetzt geht's nicht mehr. Jetzt habe ich hier, jetzt sind wir in einem anderen Programm. Weg, raus, alles weg, alles tot. Ja. Ja, genau. Wir springen einfach über ein paar Sachen drüber, nach weiter nach rechts, nach rechts, nach rechts. Zack. So. Vielen Dank. So, wir springen jetzt nach hier und machen die wieder raus. Und ich will noch mal kurz auf diesen Dreiklang hier nochmal eingehen, weil ich will noch ein paar Sachen in die Diskussion werfen jetzt gleich. Als ich gestartet bin da vor 9 Jahren, da hab ich gedacht, das ist alles Neuland für uns, ja, diese 3 Kernelemente. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, wo sehen Sie, wenn Sie in Ihre Organisation, in Ihre Behörde, in Ihre Company reingucken, wo würden Sie sagen, ist das größte Problem bei diesen 3? The place, the process and the people, wie die Amerikaner so schön sagen. Ist es der Ort? Ist es die Teamorientierung? Ist es der Prozess? Oder sagen Sie, Mensch, was der Weinberg da erzählt aus Berlin, wir in München machen das sowieso schon hier die ganze Zeit. So, wo würden Sie sagen, wo ist der Knackpunkt? Team? Haben wir uns abgesprochen, weil das ist auch mein, haben wir es nicht abgesprochen, aber das ist auch mein Fokus mit dem Blick auf über 1000 Absolventen und das Reinzoomen in ganz viele Unternehmen. Die Teamorientierung. Und ich habe noch vergessen eine Zahl. Wir haben 240 Studierende, mit denen wir das jedes Jahr machen, durch diese 3 Kernelemente laufen. Und das ist wirklich, das ist alles. Mehr machen wir nicht. Ja. Und dasselbe machen wir mittlerweile mit über 3000 Kollegen aus dem Management, ja, aus Unternehmen, die angetriggert durch diese studentischen Projekte gesagt haben, Mensch, der Modus, den ihr da praktiziert, den brauchen wir auch im Unternehmen. Ja. Diesen Dreiklang brauchen wir auch. Wie können wir das lernen? Und wir trainieren jährlich mehr, das ist auch eine exponentiell wachsende Zahl, die wir kaum beherrschen können, mehr Professionals, die uns adressieren und die sagen, wir müssen es lernen. Ich war gestern noch bei einem Workshop mit der Deutschen Bahn in Weimar mit 200 Leuten aus dem Management, die in diese Richtung sich entwickeln wollen. Ja? Und die Deutsche Bahn hat es, wie Sie wissen, nötig. Ja? Also ich will keinem auf die Füße treten, die der Deutsche Bahn-Mitarbeiter ist, aber ich habe sie gestern wieder genossen. So, das ist der Fokus. Das Problem ist, wir leben in einer Welt, die ist so, ja, die ist so stark vernetzt. Ich habe ein billiges Bild aus dem Netz genommen, das müsste eigentlich dreidimensional sein und pulsieren und immer und wachsen und so weiter. Aber nehmen wir das hier. Das Denken in unseren Köpfen ist aber eher so. Ja. Ich nenne das Brockhaus-Denken. Wir sind so trainiert. So bin ich trainiert worden in der Schule, so zu denken, alles schön zu sortieren von A bis Z, alles schön zu trennen voneinander, die Wissensgebiete, die Begriffe und so weiter. Und was wir aber in der Tat machen heutzutage, ist, wenn wir Wissen aggregieren, Wissen suchen, nutzen wir die vernetzte Version. Nicht mehr diese Brockhaus-Version, ja, nicht mehr die gedruckte Version, sondern Wikipedia oder Google oder Bing und alles Mögliche, was man braucht, um sich in dieser Welt, und ich mache das permanent auf dieser Glasscheibe, machen Sie wahrscheinlich auch, jeden Tag, x-mal. Und ich bin dann bei mir zu Hause vom Brockhaus stehen geblieben und habe mir diese Struktur angeguckt und die Staubschicht obendrauf und habe gedacht, das ist irgendwie, das erinnert mich an was. Ja? Das erinnert mich an was, diese Struktur. Wenn ich mit Unternehmensvertretern unterwegs bin, lasse ich mir immer als erstes immer auf das Whiteboard aufmalen, wie sieht dein Laden aus? Wie sieht deine Organisation aus? Und in der Regel entsteht dann sowas. Dann sagen die, naja, wir haben so 7 Abteilungen, ja, und dann haben wir oben Leitungsebene 1 und Leitungsebene 2 und das Management und das Board oben. Und dann habe ich gedacht, das erinnert mich irgendwie an die Brockhaus-Struktur. Und Bertelsmann hat 2013 entschieden, 2014 stoppen wir den Print von Brockhaus. 200 Jahre Geschichte, die wir alle kennen, ist beendet. Ja? Weil man hatte irgendwie verpennt, dass es eine digitale Version hätte geben können. Ja? Man hat immer gedacht, die Leute wollen immer gedruckte Bücher haben und deswegen machen wir das weiter. Man hat es aber eingestellt, 2014. Und ich benutze seitdem das als Metapher, also als visuelle Metapher, um mir selber und anderen klarzumachen, in welchem Paradigmenwechsel wir gerade bestehen, ja? Und warum wir uns so schwer tun, auch in diesem Wechsel, warum wir uns so schwer tun in neuen Arbeitsumgebungen, auch mit diesem ganzen Zeug hier, weil wir sind immer noch mit diesem alten Denkapparat unterwegs. Und dieser graue Pfeil da ist vielleicht Design Thinking, da gibt es zwar noch andere Ansätze, aber eins ist klar, wir müssen uns auf den Weg machen,
auf den Weg in eine vernetzte Denk- und Arbeitskultur, in den vernetzten Modus, Network-Modus oder wie auch immer, raus aus diesem Alten. Wir sind aber auch noch nicht weit, das muss man auch klar konstatieren. Ich bin da. Ja? Unsere Studenten sind ein bisschen weiter. Man könnte jetzt meinen, sie haben wahrscheinlich gedacht, nee, die Studenten sind ja hier. Ne? Nee, jemand, der noch nicht in der Schule ist, Kinder, wer hat Kinder? Ja, ich habe einen 8-Jährigen, als er noch nicht in der Schule war, da war der hier. Der ist jetzt 3. Klasse, der ist schon hier. Ja? Wenn der da 10 Jahre weiter ist, dann ist er da oben. Ja. So. Und sie lachen. Mir macht es Angst. Mir macht es wirklich Angst, weil wir haben ein Bildungssystem, das klafft immer weiter weg von den Bedürfnissen, die wir in der Arbeitswelt haben. Und die Welt verändert sich technologisch. Wir sind schon technologisch längst soweit. Unsere Studenten denken natürlich auch, wenn die ankommen, die sind total vernetzt. Ja, weil die sind ja mit den Dingern hier auf Facebook und LinkedIn und so weiter und machen WhatsApp und machen alles Mögliche. Die Wahrheit ist, die Maschinen sind vernetzt. Die Köpfe sind in einem hochkompetitiven Modus. Die können alle super das hier. Ja, weil wir das denen beigebracht haben. 10 Jahre, 15 Jahre lang. Und dann darf man sich nicht wundern, dass die nicht vernetzt denken und arbeiten können. Dass wir das nicht können, ist klar. Aber dass unsere Kinder und Jugendlichen, die wir jetzt in der Schule haben, dass die das immer noch nicht lernen, das ist sträflich und das geht bis zur Körperverletzung, würde ich mal sagen. Wenn man das hart sieht. Denn wir bereiten unsere Kinder für eine Welt vor, die nicht mehr existiert. Und die immer weniger existiert. Die verschwindet genauso weg wie der Brockhaus. Ich habe da ein Buch dazu geschrieben. Wurde schon erwähnt. Und ich will noch einen Begriff, mit einem Begriff jetzt reingehen in die Diskussion, den ein Freund von mir entwickelt hat, gefunden hat, nachdem er auf diese Struktur hier, auf meine Metapher geguckt hat. Da hat er gesagt, Uli, was du da beschreibst, die alte Welt, das ist die IQ-Welt. Wir messen die Intelligenz des Einzelnen und heraus kommt eine Zahl. Wir machen den Menschen vergleichbar. Kommt dann 84 raus, ne? Oder 92 oder 112 oder sowas. Und er sagt, die Welt, wo wir uns hinbewegen, ist die Welt des WeQ. Wir müssen wir Intelligenz entwickeln und wir müssen auch wir Qualitäten entwickeln. Und ich habe gesagt, Peter, fantastisch, super Begriff. Wir brauchen in dieser Welt des radikalen Wandels brauchen wir neue Bilder. Wir brauchen aber auch neue Begriffe, mit denen wir operieren, wo wir sagen können, hey, das ist die Richtung, in die wir uns hinbewegen. Und deshalb habe ich die WeQ-Stiftung zusammen mit ihm und Gerald Hüther, einem Neurowissenschaftler, und Frau Bräuninger von der Bräuninger-Stiftung und verschiedenen anderen Leuten gegründet, weil wir gesagt haben, diesen Modus, der ist noch, das ist ein kleines Pflänzchen, aber der wird wachsen, der wächst und wächst und wächst. Und den brauchen wir, den müssen wir unterstützen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir jetzt in die Diskussion gehen. Ich will noch mit einem, ich will noch eine Kleinigkeit noch. Wir haben eine kleine Buchwerbung. Ich will noch dieses Buch reinwerfen. Weil Sie werden wahrscheinlich denken, ja, was der da erzählt, geht in der Uni, das geht so im Schulbereich, das geht vielleicht auch in einem tollen Innovationsunternehmen wie Microsoft. Aber ich habe ein Buch entdeckt im letzten Jahr, Team of Teams, Stanley McChrystal, amerikanischer General, der gegen IS und Al-Qaida, Afghanistan und Irak gekämpft hat. Und der beschreibt in seinem Buch Team of Teams, was sie erlebt haben, mit der alten Struktur in ein völlig neues Ambiente zu gehen. Umringt von kleinen Teams, die hochgradig dedicated sind, die extrem vernetzt, aufgeputscht mit allen möglichen Waffen. Und er schreibt, wenn sie sich nicht geändert hätten zu einem Team of Teams, hätten sie nicht überleben können als amerikanisches Militär in diesem Kontext. Und das hat mich zutiefst beeindruckt, weil es geht völlig raus aus dem, was ich normalerweise so kenne. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Es war jetzt ein kleiner Downer am Ende, aber wir kriegen uns wieder nach oben. Vielen Dank.